So, zurück in Himmelsrand. Auf dem Weg nach Iberstadt. Dann lass uns mal schauen, was da noch so abgeht. Und wie lange wir noch brauchen, bis wir endlich da sind. Ist schon ein Stückchen. Blümelein mitnehmen. Ja, da unten gehen wir jetzt nicht hin, da ist noch eine Höhle, aber die hole ich mir irgendwann mal. Da war doch gerade ein Schmetterling. Ja, nee, das war wohl nur Staub. Ich habe ja das Feiner Dust installiert. Ja. Da haben wir noch eine Mine, mal für später gucken. Was ist das? Eisen, oder? Ja, cool. Also, wir haben definitiv genug Möglichkeiten, uns die Materialien zu holen. Irgendwo mal Quecksilber finden wäre nicht schlecht. Das bräuchte ich. Für manche meiner Mod-Rüstungen, die ich dann vielleicht meinen Charakteren gebe oder mir selber. Ich meine, manche davon, die sind absolut nicht lore-friendly, muss man natürlich sagen. Gekerbt? Aha. Was war das? Gekerbtes Auge, oder? Ah, ne, die hat's nicht gehabt. Naja, gut. Oder der. Eigentlich ist ja der Säbelzahntiger. Naja, die Katze ist beides richtig. Scheiß doch drauf. Ist auch nur eine Katze, nur ein bisschen größer. Was gibt's denn hier eigentlich noch? Hier geht's ja auch noch lang. Ah, später. Jetzt gehen wir erstmal den Weg weiter. Nicht so viel ablenken lassen hier. Da geht's nach Iberstadt, ja. Okay. Naja. Langweiliges Blumenpflücken. Muss aber auch sein. Und wenn es schon auf dem Weg liegt, nehme ich es auch mit. So richtige Touren dann, um wirklich mal nur Blumen zu pflücken, die mache ich dann mal offscreen. Genauso wie gesagt, also diese Holzfällerei, weil ich meine, das wäre nervig. Ich kann euch da gerne mal 10 Parts hochladen, wo ich nur Holz fälle, aber ich glaube, das will keiner sehen. Weil das kostet ja mich schon immer an, wenn ich wirklich einen ganzen Dach lang nur rumstehe und Holz fälle. Hä? Ah, servus, ein Bär. Und nur Holz fälle, aber es ist halt eine einfache Art. Und relativ einfach. Ohne Cheats an Geld zu kommen. Auch wenn es dauert. Wie die Pest. Und da kann man echt an sehr gut Geld kommen. Das fetzt einfach. Das ist dann echt immer nervig, sich die ganze Woche praktisch jeden Tag mal 2 Stunden hinzustellen und einfach nur Holz hacken. Das ist schon krass. Aber wie gesagt, das ist für mich die Möglichkeit, wie ich dann mir dann Sachen, die ich brauche, kaufen kann, die ich nicht finde oder nicht genug finde, wie auch immer. Ich bin ja so bekloppter, wenn ich davon mal 5 oder 10 habe, dann will ich die 5 oder 10 mindestens behalten. Also kaufe ich mir mal richtig eine gewaltige Menge davon, was ich so brauche und haben möchte. Da geht es nach Iberstadt, nach oben, okay. Und wo wird es da runtergehen? Ah, nach Windhelm. Ja, müssen wir natürlich auch noch. Ich hoffe ja mal, dass nicht jetzt alle Sturmmäntel auf einmal feindlich sind, sondern eben jetzt nur dieser Trupp das war. Nicht, dass da irgendwas verbuggt jetzt ist. Und ich aus irgendeinem Grund jetzt alle feindlich habe. Da wäre ich ein bisschen dagegen. Hey, du sollst nicht wegrutschen. Ich brauch dich, Mann. So, da haben wir auch mittlerweile einige Pelze von. Durch die Reise schon allein. Da können wir uns da auch ein bisschen was machen. Das ist schön. Also ich denke mal, Bergblumen werde ich mir kaum noch kaufen werden. Kaum noch kaufen müssen, sagen wir mal. Also bin ich bekloppt. So dumm zum Reden, ist schon spät. Aber ich hatte jetzt noch Bock. Hatte noch keine Lust ins Bett zu gehen. Ich war sowieso noch in Facebook auf die Reparatur meiner Flotte in so einem Browserspielchen, um da ein bisschen weiterzukommen. Naja. Servus, Skiver. Hä? Sag mal, wie fliegst du denn hier rum? Sieht mir ja nicht sehr nach Realistik-Rektor aus.
Ja. Heute Nacht kommt dann auch Part 22 von Stalker Soup rauf. Der müsste dann morgen Mittag fertig sein. Part 22? Ja doch, Part 22 müsste es sein. Weil es wäre ein Besiegen. Eine Wildkatze. Davon habe ich auch noch nicht so viel von den ihren Schwänzen. Ich will dich aber ausräumen. Ah ja, warte, da ging es doch gerade. Gut. Ich glaube nämlich, die kann man bei den Händlern nicht so ohne weiteres kaufen. Da ist noch was. Ein Wolf? Wahrscheinlich ein Wolf. Ne, eine Spinne auf jeden Fall. Kannst mich mal. Und was haben wir noch? Jetzt bezahlt ihr. Wer bezahlt denn? Wer muss denn bezahlen? Da ist ein Skiver. Okay, aber du sollst nicht sonst wohin rutschen. Ich will deinen Schwanzstummel. Aha. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ach, noch eine Spinne. Wieder nur eine Tarantel. Hä? Wo ist er denn? Ach, da. Habe ich sie schon erwischt? Tatsächlich. Auch du gibst mir deine Seide und was. Können wir später gebrauchen. Distel. Ja, damit. Und weiter. Bevor ich irgendwo einen Scheiß baue, vielleicht mal speichern. Aber gut, im Moment gegen einfache Gegner sollte nichts mehr passieren. Hast du einen Weg zurückgefunden? Aha. Gut. So, die Höhle werden wir uns kurz holen. Bevor wir dann weitergehen. Immer noch Blumen. Blumen. Also was heißt die Höhle holen? Sind halt die. Ja, hab ja schon den Wegpunkt dafür halt, dass ich da schnell hinreisen kann. Das ist glaube ich eine Beschwörerhöhle, bin mir noch nicht sicher. Hm? Das waren Vögel an. Hätte ich ein bisschen schneller reagiert, hätte ich vielleicht einen erwischen können. Logi, Logi, Cheep, Cheep. Ah, da oben ist noch irgendein Turm. Aha. Oder irgendwas. Schauen wir uns auch gleich mal an. Lümmelein. Dann wollen wir mal... Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wann habe ich gestartet. Ja, dass man die Folge nicht... Was ist hier? Umgekippter Wagen. Ja. Da liegen die Sachen rum, die im Wagen drin waren. Hey, sag mal, ist dir was passiert? Ach, der ist leer. Ja, sehr sinnvoll zu durchsuchen. Was geht denn? Fort? Wer ist fort? Ja, ich will dich mal nicht mit gezogener Waffe begrüßen. Bitte helft mir. Ich kann euch bezahlen. Aha. Was ist denn los? Geht's dir gut? Banditen haben mich angegriffen und meinen Wagen geplündert. Könnt ihr mir helfen? Tja, was soll ich denn dabei machen? Mein Lager ist in der Nähe, in den Ruinen von Nilheim. Wenn ihr mich sicher dorthin bringt, erhaltet ihr eine Belohnung. Ach so. Naja, gut. Klingt doch ganz gut, oder? Könnten wir doch machen. Na, was ist denn mit dir los? Kriegst du es hin? Okay. Okay, es ist gleich dort, über die Brücke und den Hügel hoch. Ja, ja, was erzählst du mir das alles so? Seltsamer Kauz. Hopp, hopp. Laufen wir mal hin zu deinem Lager. Wir sind bald da. Ich kann das Lager schon sehen. Aha. Wartet hier. Ich hole nur eben eure Belohnung. Echt? Und da haben wir noch einen Dummen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit. Du linke Ratte. Du linke Ratte. Einen
ihr zum Sterben bereit? Das frage ich mich auch gerade. Der ist auf jeden Fall gut gestorben. So. Mistkerl, mich überfällt man nicht. Denkste. Zeigt. Ausräumen können wir euch ja später. Mal gucken, wo wird da noch angezeigt. Ah. Wahrscheinlich hat sie ihn gerade umgebracht. Das wird der Tellraff noch gewesen sein. Wo ist Lydia? Wahrscheinlich irgendwo hier unten den Tellraff erwischt, oder? Na, auf jeden Fall war das nicht erfolgreich, ne? Mich überfallen zu wollen, du kleiner Drecksack. Wo ist denn der jetzt gefallen? Wahrscheinlich finde ich den jetzt wieder nicht. Eieiei. Naja, gut, was soll's. Gucken wir uns mal den Rest an. Mein Freund. Gucken wir den Staub an. Ist besser zum Looten. Okay, du, bei dir geht's. Jetzt erstmal alles, was hier so rumliegt. So ein Mistsack. Ah, Schuppen. Ja, komm, gib her. Nehmen wir halt ein bisschen Schrott auch mit. Hier können wir wieder Holz hacken. Naja, also jetzt bestimmt nicht. Eine Truhe. Mhm. Oh, schön. Ein bisschen Seelensteine, warum nicht? Ist das eine Blume? Ja, tatsächlich. Kessel, gib halt her. Ja, also ich glaube, mit langsam haben wir eigentlich auch genug Kohle, die wir ja eh nicht brauchen. Weil wir ja anders unseren Stahl holen. Gibt ja durch meinen Smelting Overhaul ohne Ende Möglichkeiten. Geld, gib her. Was, woher hast du denn jetzt deine Dolchen geschmissen, du dummes Ding? Eieiei, naja gut, dann lassen wir liegen. Weizen. Hm. Ein Weizen. Lohnt sich ja. So, looten tun wir euch auf dem Runterweg. Wo ist denn jetzt der blöde Tellraff hin? Hm. Tja. Und wo war die andere? Ah. Liegst du schon nach unten? Ist auch gut. Werden wir dich dann auch holen. Wo ist denn jetzt der hässliche Vogel hin? Der muss ja hier irgendwo gewesen sein. Da war er ja angezeigt. Hm. Tja. Hier? Nee, das ist der normale Bandit. Naja, dich drehen wir auch mal. Und dann werde ich mir gleich mal dein Zeug schnappen. Wo ist denn Tellraff? Wo hat's denn den umgeknürt? Tja, den werde ich wohl nicht mehr finden. Pech gehabt. Na, dann gucken wir uns noch an, was in dem Turm noch so drin war. Hey, da war ein roter Schmetterling. Naja gut, habe ich ihn halt nicht erwischt. Schade, dass man das Feuerholz nicht mitnehmen kann. Was gibt's hier? Eisenschwert, naja, Laterne, gib alles her. Wie ich sagte, ist alles Müll, aber es sind alles ein paar Goldmünzen. Was soll's denn?
mühsam ernährt tatsächlich das Eichhörnchen, haben sie mal gesagt. Och, noch ein Seelenstein. Wir haben eine Lösung. Dort ist die Lösung. Steel Club, das gibt es auch in Vanilla nicht. Das ist Mod. Hey. Okay. Oh, hier musst du denn jedes Mal wieder in die Mercy rein. Das Feuer kann man wahrscheinlich sogar irgendwie aktivieren. Vielleicht mit Zauber oder so. Ah, ist ja wurscht. Cool. Alles mitnehmen. Oh, cool. Das öffnet sich ja sehr sinnig. Mitten in diesen Fleischerhaken rein oder so. Auch toll. Ah, leer. Es wird hier schon angezeigt und ich klicke trotzdem noch drauf. Sehr sinnvoll. Alter. Behindert? Was habe ich denn jetzt gemacht? Alter. Ja, ich wollte schon fast TCL eingeben. So ein Blödsinn. Ist da auch eine Truhe? Ja. Nochmal ein Seelenstein. Gut, warum nicht? Aber nichts dagegen. So. Gute Frau. Guck dir mal die interessante Welt. Ach naja, doch nicht so. So, okay. Sollst du nicht draufklatschen. Ist doch schon hinüber. Ja, ja, dass die sexy Coin entfernt wird, ist mir schon klar. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wo der Telraf hin ist. Keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Hätte ich mal drauf achten sollen. Naja. Kriege ich halt nicht alles, was soll's. Und du auch. Und dann geht's zurück. Wir wollten ja eigentlich nach Ivarstadt. Der hat uns da ein bisschen abgelenkt. Kleine Scheißerchen. Aber cool. Bisschen weiter gekämpft, die Skills weiter verbessert. Ist er dahin? Ach, ist ja cool. So weit runter. Naja, dann. Boom. Dafür durftest du mal eine Flugeinlage machen, dass du mich ausrauben wolltest. Was hast denn du? Interessant? Naja, nicht wirklich. So, nach Ivarstadt geht's dann da lang. Gehen wir noch Blumen. Sag mal, Blade oder was? Hallo? Okay. Wie viel Uhr? Ja, komm, das machen wir jetzt noch fertig. Ich glaube, allzu lange ist der Weg jetzt nicht mehr. Es sei denn natürlich, mir kommt noch irgendein großer Gegner dazwischen. Vielleicht sollten wir mal kurz speichern. Da vorne ist noch ein Bauernhof. Ich glaube sogar, das war hier die Gegend, wo einfach mal so in der Wildnis... Er kämpft gerade gegen einen Wolf und gegen einen Bären. Ach, und jetzt geht er auf mich. Ihr seid ja behindert. Geht er lieber gegen den Bewaffneten. Ihr seid ja voll cool drauf. Muss ich nicht verstehen, aber... Zum Große, Freund. Ach ja, genau. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag solange der labert. Kurz. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Wenn ich Ihnen jetzt das sage, dass er doch lieber diesen Schwarzdornmet nehmen soll, ich glaube, da hat er was dagegen. Da ist mir Spart, jemand ganz nach meinem Herzen. Ich hätte furchtbar gern noch eine Flasche. Diese gute Tat soll nicht unbelohnt bleiben. Hier, das ist für euch. Und was habe ich gekriegt? Aha. Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Naja, gut, warum nicht? Habe ich dafür irgendwann ein Ding gegen. Hier ist nämlich normalerweise mitten in der Wildnis mal Kohl. Nicht Kohl, Kürbis. Und Kürbis gibt's nicht so oft, wie ich den gerne hätte.
Also in Feldern angebaut. Deswegen ist das vielleicht sogar eine ganz... Hey, wo ist denn jetzt der Bauernhof hin? Ach so, ich bin dran vorbeigelaufen. Naja, ist ja eigentlich auch scheißegal. Können wir auf dem Rückweg machen oder sonst was. Aber hier war irgendwo... Irgendwo hier gab es Kürbis. Finde ich das jetzt wieder? Ach, hier ist das Lager, genau. Notiz. Und zwar... Auf die Insel. Im See gehen. Und da stand mal ein großer Baum. Und da hat er was versteckt. Aha. Na dann gib her. Den Met, den ich ihm gegeben habe, gleich wieder geholt. Fass. Einen leeren Sack. Warum durchsuche ich denn leere? Mein Gott. Weil ich nicht genug gucke. Ganz einfach. Unaufmerksamkeit ist das. Hey, cool. So, was ist das? Natürlich leer. Hm, ja, ist klar. Kaninchen, kannst mal hergeben. Die Axt kann man verkaufen, auch wenn es nicht die Welt bringt. So, was haben wir hier noch? Leer. Junge, leer. Leer. Ah, da ist was drin. Da unten ist eine Insel. Da steht schon jemand. Was geht da ab? Warum steht da schon jemand? Servus. Was ist denn los? Hey! Problem, oder was? Warum darf ich euren Schatz nicht haben? Ja. Hat sich wohl erledigt. Ich nehme ja den Schatz, wenn ich den haben will. Klar, soweit? Ah, Junge, ich will den... Alter. Nee, ich will dich jetzt nicht durchsuchen. Ich möchte dich zerren. Aha, danke. So. Wir haben es ja schon ausgegraben. Wie praktisch. Boing. Schaufel, ich glaube, die ist nichts wert, aber gib einfach mal her. Ist da was? Ja. Das ist dieser Baumpilz, der Standard-Baumpilz, dieses Moratopinella. Gib her. Natürlich hat er die sexy Move-Coin entfernt, ist ja auch in Ordnung. Noch eine Schaufel. Die Truhe. Naja, für 24 Gold, also das hat sich gelohnt, dafür euer Leben aufs Spiel zu setzen, oder? Ihr Idioten. Zack. War das hier, wo man das Ruder sogar nehmen konnte? Jawohl. Paddel. Hallo? Ich nehme es mal mit. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwas machen konnte, ob man es einschmelzen konnte, ob sonst irgendwas. Gucken wir mal. So, wo war jetzt dieses Lager von denen? Das war hier. Okay. So, und dann gehen wir jetzt wieder zurück auf den Weg. Der ist hier. Okay. Einmal über die Brücke. Hey, ich höre was. Aha. Das Geräusch kennen wir doch noch aus Oblivion. Blümelein. So. Ah, schade. Nicht reagiert. Servus, wer bist denn du? Söldner. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Ah ja, wohin willst du denn? Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Das sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Aha. Nein, ich glaube, ich komme klar. Aber schade. Danke. Schade. Ich hätte ja vorspeichern können, aber naja. Habe ich halt nicht gemacht. Ja, ist jetzt egal, wo der Kürbis ist, aber wie gesagt, normalerweise gibt es hier in der Wildnis auf einmal manchmal Kürbis. Ab und zu die Augen auch aufhalten. So, Helgen, Ivarstadt. Jawohl.
Wir wollen ja nach Ivarstadt. Also rote müssten wir ja mittlerweile eigentlich genug haben. Die findet man ja ständig. Ich weiß nur nicht, welche das jetzt war, die Lebensenergie gebracht hat. Ach, servus. Noch einer? Ach, ein junges. Und da ist noch einer. Zwei. Ich stehe auf eurer Seite. Ja, dann steh mir doch nicht im Weg. So, dich habe ich. Aha, und der andere fällt da hinten gerade unter den Schlägen von Lydia. Nee? Sag mal, was bist denn du für ein hässlicher Vogel? So, jetzt ist aber mal Ruhe hier. Also sowas. So, nach Ivarstadt geht's da lang. Aber hier sind wir schon fast bei einer Höhle. Oh! Mit einem Bär davor. Ich soll vielleicht auch mal speichern. Nicht speichern, mich heilen. Okay, der Bär ist Geschichte. Naja, Bärenpelz, dann können wir uns sogar demnächst mal wieder neue Rüstungen bauen. Also die Ancient Nord, die altehrwürdigen Nord. Oder wir machen Leder draus. Schauen wir mal. Ach, wo ist denn die blöde Höhle? Die ist ja saudum wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ah, okay. Ah, genau, deswegen war auch der Bär da. Und? Ne, ich will da eigentlich noch nicht rein. Ja, danke, das will ich. Honigwabe. Da gab es aber noch mehr. Hier ist noch eine. Ich bild mir ein, die respawnen sogar auch. Ich könnte hier jede Menge Bienen fangen, aber Bienen habe ich, glaube ich, sowieso genug. So, jetzt wollen wir auf den Weg zurück, oder? Gab es da nicht sogar noch eine? Aha. Genau, das ist nämlich eine der Gegenden, wo es richtig Bienen und Honig und was gibt. Das findest du nicht ohne weiteres. Also in Vanilla. Es gibt eine Möglichkeit, aber die hatte ich schon mal probiert und die war irgendwie scheiße, weil, da ist übrigens Ivarstadt. Weil das hat sich nicht vertragen mit den 101 Bugs. Das ist übrigens so ein Wildnis-Kürbis. So. Zack. Na? Ja. Okay, nach einem leichten Lag bin ich wieder hier. Eieiei. Sorry für den Bruch. Der hat mich auf den Desktop geschmissen. Das heißt, wir machen das Video jetzt mal wieder ein bisschen länger. Ah, ein Hund. Sieht auch ein bisschen anders aus als die Vanilla. Sind jetzt teilweise voll die einzigartigen Hunde da mit drin durch den Mod. Bei den Göttern, dann ist es wahr? Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Ja, was geht denn? Sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Ja. Gut, was ist noch passiert? Ich habe beim Wiedereinstieg in Skyrim den falschen Button betätigt und bin dadurch direkt über Steam rein. Ging natürlich nicht, aber dadurch habe ich festgestellt, was dieses Bezahlsystem für Mods gebracht hat. Einer der tollen Idioten war nämlich der Meinung, er muss Geld verlangen für seinen Mod. War aber nur ein Scheißmod, glaube ich, den er rausgeschmissen hat. Es müsste der Universalism gewesen sein, der jetzt nicht mehr drin ist. Weil der ist dann natürlich automatisch deabonniert, weil ich ja nicht bezahlt habe. Ganz vergessen, mein Freund. Der war eh bloß Mist. Ja, bei der Gelegenheit habe ich mir dann nochmal nachgeguckt, wie viele Mods habe ich noch frei. Ich habe noch genug frei. Ich habe mir jetzt reingemacht, Beliaches New Dragon Species.
Also neue Drachen. 13 verschiedene, insgesamt kann so bis zu 50 Stück irgendwo in Skyrim rumfliegen. Oder nicht, meistens nicht fliegen, sondern am Boden sein. Könnte witzig werden, weil das hatte ich mal installiert im Nicht-Aufnahmemodus. Als ich auch noch ein paar andere Sachen drin hatte. Und bin dann kurz vor, lass mich mal schauen, wo ist denn die Karte? Ich weiß gar nicht, wo die Stadt ist. Warte mal, wie heißt denn das Ding? Weißlauf, Golden Rose, ja, Falkenring. Zwischen Falkenring und Flusswald, hier irgendwo in der Nähe, kam dann auf einmal ein Drache und der war mir auf Level 2 oder 1 war ich da vielleicht sogar noch. Viel zu krass, ich hatte keine Chance. Gut, ich meine, jetzt bin ich Level 10, bald Level 11. Ich denke, das konnte ich jetzt mal riskieren, den reinzumachen. Was habe ich noch rein? Ein Arena-Mod. Mal schauen, ob der funktioniert. Wo ich aber überlegen war, was ich reinmache, naja, muss ich mal schauen, wenn wir ein bisschen weiter sind vielleicht, wenn wir selber noch ein bisschen was erreicht haben. Weil der Levelers Tower, Levelers Turm, Levelers Showroom und so weiter, das ist eigentlich ein Cheat-Mod. Aber da gibt es ein paar lustige Zauber drin, in dem Turm. Ich glaube, da gibt es ein paar lustige Zauberbücher, mal schauen. Aber erst, wenn wir selber noch ein bisschen was erreicht haben. Weil da kann man so viel einstellen und ich glaube, man kann sich sogar Stufen einstellen oder was. Also das ist natürlich dämlich. Da geht ja der Spaß flöten. Das machen wir nicht, aber ich will mal nach den Zaubern gucken, was es gibt. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Was habe ich noch installiert? Ach ja, Schmidts Tunnel. Das ist eine Mine, wo von jeder Erzader mindestens eine drin ist. Und auf unendlich gestellt. Allerdings muss ich die erstmal finden. Mal schauen, ob ich sie finde. Es gibt dazu auch ein Hinweisbuch, das habe ich mit installiert. Das hat jetzt irgendein Händler in Skyrim, hat es im Angebot. Irgendein Händler in Himmelsrand. Mal schauen. Ja, ansonsten bin ich jetzt wieder hierher. Honig. Passt doch auf euch auf, oder? Ja, jetzt laber mich doch nicht zu. Honigstrandhöhle hat man ja schon gemacht, die Bären und was und den Honig und das habe ich halt jetzt nochmal gemacht. Offscreen bin jetzt hier nach Ivarstadt rein. Hier haben wir das Gasthaus Willemir von dem Wilhelm eben, der da drin die führt, die Gaststätte. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt aber trotzdem erstmal auf den Weg nach Hochrodgar. Da sieht man schon den Weg der 7000 Stufen. Könnte ein bisschen dauern, bis wir da oben sind. Gehen wir mal los. Ja, die ganzen Fässer ausräumen, was machen wir auf dem Rückweg. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Naja, hier auch den Bauernhof ausräumen und was machen wir später. So, was ist denn das? Seid ihr wieder auf ach dem ja, Weg, J-Case. Hinauf, heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrodgar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Grauen gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. So. Servus. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrodgar? Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Welche Lieferung bringst du dahin? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Macht Sinn. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und was kriegst du dafür? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Ach so. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Du siehst noch gar nicht so alt aus. Aber okay, ich kann es ja raufbringen, ich bin eher auf dem Weg. Wirklich? Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Na klar. Das war es schon. Gibt's irgendwas, worauf ich achten sollte? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Na klar. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bloß bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Ja. Ich habe den Weg ja nicht schon oft genug gemacht und
weiß, dass da ein bisschen was anderes als Wölfe wartet. Alter Lügner. Ich war schon oft im Kloster, hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie ein das Wort vorhätten. Nicht. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Du brauchst schon drei. Um den Schrei zu vervollständigen. Ein Wort reicht nicht. Seid vorsichtig dort oben. Na schön. Dann gucken wir jetzt noch fix ans andere Ufer. Und den Aufstieg machen wir dann beim nächsten Mal. Aber wie gesagt, wird ein bisschen ein längeres Video wieder. Naja gut, meine Videos sind ja eben oft ziemlich lang, was soll's, ne? Jetzt ist er schon weg, scheiße. Verdammt. Naja gut, die Waffe können wir trotzdem gezogen lassen. Ich glaube, da ist ein Bär irgendwo. Hey, seht mal, eine Höhle. Ja. Ist da, wo drin ist? Ein Bär. Ist da drin? Erstmal davor, aber... Halt, zum Looten. Achso, die Waffe gezogen lassen. Gib mir dein Zeug. So, ja, du musst ein bisschen dich rumdrehen. Falls möglich, okay. Ich will dein Zeug haben. Ach Gott, Alter, was hast denn du alles, ne? Du bist ein Jäger, klar. Fasan, Bogen, Skiver. Naja, wer jagt denn Skiver? Du bist ein Blädel. So, was haben wir hier noch? Noch ein, ja, du bist ja super nach oben. Das geht auf keinen Fall, mein Freund. Alter, dreh dich. Gut. Und gib mir dein Zeug. Du genauso, Hasenzeug. Oh, Mammut sogar. Schön, her damit. So, entdeckt haben wir es ja auch. Die Höhle können wir da schnell hinreisen in Zukunft. Los geht's, die ersten Stufen. Was ein Spaß. Hier haben wir einen Schrein. Sieht ein bisschen besser aus. Auch dank Modifikation. Ja, man kann hier sogar die Runen lesen. Das konnte man in Vanilla nicht, soweit ich weiß. Lesen wir doch mal. Ja. Vor dem Erscheinen der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht, also die Welt. Das Wort, warte, was? Das Wort war die Stimme? Hm. Ne? Naja, ich bin mir nicht sicher, wie es in Deutsch hieß. Und sie haben nur gesprochen, wenn es auch wirklich nötig war. Natürlich. Weil die Stimme kann den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Na dann. 7000 Stufen. Wer macht denn sowas? Mann. Servus. Ach, du bist ja schon tot. Wir hatten dich getötet. Was dich getötet hat, sehe ich noch nicht. Komisch. Aha. Was bist du? Ach, du lebst noch. Du hast bloß nicht reagiert, du kleines Mist. Die wollen mich in eine Falle locken, oder was? Ja, ja, komm. Wie gesagt, Finchspinnen interessant, aber in der Größe, nee, danke. Also wenn so eine vor meinem Zimmer stehen würde, ich glaube, da würde mir ein wenig anders werden. Bäh. Meine normale Hausgröße, okay, ja. Auch Kellerspinnen, die doch mal größer werden, auch von mir aus alles in Ordnung. Ach, servus. Gib mir deine Hörner. Ach nee, Ziegenhörner kriege ich glaube ich nicht. Nee, aber naja, egal. Gib mir trotzdem dein Zeug. Hey! Scheiße. Mann, wer hat dir erlaubt abzuhauen? So. Ah, Lydia hat es trotzdem noch geschafft. Ist da. Alles klar. So. Na schön. Der Aufstieg nach Hochrotgar. Ich will gar nicht wissen, zum wievielten Mal ich den mittlerweile mache. Ich meine, das ist ja alles noch nicht blind. Es wird dann blind für mich. Shit, ich habe ihn nicht erwischt. Es wird blind für mich ab das Wissen der Alten. Oder Alduins Mauer. Ne, Alduins Mauer habe ich, glaube ich, gemacht. Also ab da wird es dann blind.
kurz darauf, weil da habe ich selber noch nicht weiter gezockt. Im Moment weiß ich ja, was los ist. Servus, ein Pilger. Seid auf. Ja, bitte. Servus, Bogner. Bob, was? Bargner. Ah. Und habt ihr die Graubärte da Drachenblut rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Ja, Drachenblut. Und was machst du da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Na, hast du die Ziege erwischt da unten? Naja, ich habe sie dir gelootet. War's zu spät. Pech. Besuchst du die auch manchmal? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Ja, klar. Manche, so gefährlich wird. Die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Aha. Na gut. Also gut. Das ist der zweite. Ach, das ist wieder Deutsch. Tseh. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Und die Drachen herrschten über die kriechenden Massen, also alles, was so am Boden rumfriecht, also auch über uns. Die Menschen waren schwach und hatten keine Stimme. Na dann. Okay, lass mal's gut sein. Dann sag ich jetzt mal vernünftig. Danke fürs Zuschauen. Diesmal läuft's alles noch. Gerne Like oder Kommentar. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter nach Hochrotka. Je nachdem, wie schnell ich da hochkomme, gerade überlegen, wie lange dauert das. Ja, ich glaube, wir machen dann sogar noch die Unterweisung durch die Graubärte. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Dankeschön und bis dann.